Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist der wohl passende Spruch für einen Mann, der seit mittlerweile 25 Jahren das Chorleben in unserer Region mitprägt. Eine eher seltene Auszeichnung erhielt Nico Nebe am vergangenen Samstag im Bürgersaal des Zwickauer Rathauses verliehen. Dem Leiter des Männerchores Liederkranz, der zugleich Chef des Kammerchors Bel Canto ist, wurde der Titel Chordirektor verliehen. Den passenden Rahmen dafür bot ein Konzert, welches die beiden Chöre, Liederkranz und Bel Canto, gemeinsam bestritten. Ein Mann, der federführend dafür verantwortlich zeichnet, dass Nico Nebe für sein 25-jähriges Chorschaffen die entsprechende Ehrung empfangen konnte, ist René Grabner, dem die Begrüßung der Gäste am Samstagnachmittag oblag. Ja, Nico Nebe, unser Chorleiter, ist dieses Jahr im Januar 25 Jahre Chorleiter geworden. Und wir haben uns überlegt, was könnten wir ihm denn da Gutes tun? Ist ja nicht so einfach, ne? Wein schenken. Was sollen wir machen? Und so haben wir uns entschieden, den Antrag beim Bund Deutscher Chorverbände zu stellen auf die Ernennung zum Chordirektor des Bundes Deutscher Chorverbände. Das haben wir natürlich voriges Jahr schon beschlossen, weil das eine Vorlaufzeit braucht von circa einem Jahr. Man muss einen großen Antrag stellen, der ist also so über 13 Seiten lang insgesamt mit allen Anlagen. Und ja, und dann haben wir das eingeschickt und dann kam nach einiger Zeit, wir haben den Antrag angenommen. Also nichts ist entschieden. Dann muss ein Konzert vorbereitet werden, ein Wertungskonzert, wo inkognito zwei vom Bund Deutscher Chorverbände kommen, sich das Ganze anschauen und dann entscheiden, nicht der Chor, sondern ist der Chorleiter tatsächlich ein Dirigent. Ist ja nicht bei jedem Chor so, ne? Bei uns ist das so. Und sie waren sehr beeindruckt. Dann ging es aber noch mal etwas länger, nämlich bis Juni diesen Jahres. Das Konzert war im April. Und Mitte Juni bekamen wir endlich die schriftliche Information, ja, Chordirektor des Bundes Deutscher Chorverbände. Und dann ging es daran, was machen wir, wie können wir die Überreichung der Urkunde gut gestalten, weil das kriegt man ja nur einmal verliehen und wird auch nur 14 Mal im Jahr verliehen in ganz Deutschland. Und wir haben dann dieses Konzert vorbereitet und wollten natürlich noch eine Steigerung zum Wertungskonzert, wo ja nur der Liederkranz gesungen hat, und haben gesagt, Mensch, das wäre doch mal eine Idee, mit Bel Canto zusammen was zu machen. Und so ist es entstanden, sodass wir heute beide Chöre hier haben, Liederkranz und Bel Canto. Und das Tolle ist, zum Schluss, als letztes, werden beide Chöre auch verschmelzen zu einem Chor und noch einen der großen Hits von Nico Nebe singen. Der musikalische Einstieg erfolgte dann mit Vivat Musica, zu Deutsch, es lebe die Musik. Vivat Musica, vivat, vivat Musica, vivat, vivat, vivat. Natürlich durfte beim Konzert des Männerchores auch die Zwickauer Hymne nicht fehlen, das Steigerlied. Textsicher stiegen auch die Konzertgäste mit ein. Eine Hommage an den großen Sohn unserer Stadt gab es dann mit Der träumende See von Robert Schumann. Ein Genre, welches die Männer von Liederkranz bestens beherrschen, ist das der Volkslieder. So brillierten sie unter anderem mit dem zur Jahreszeit passenden Lied »Bunt sind schon die Wälder«. Den ersten Teil
Teil des Galakonzertes am vergangenen Samstag beendete der Männerchor Liederkranz mit Hoch auf dem gelben Wagen. Spätestens an dieser Stelle hatte der Männerchor, dessen Repertoire von geistlicher Musik über Liebeslieder bis hin zu Volksweisen reicht, die Anwesenden in seinen Bann gezogen. Zeit nachzufragen, wie Nico Nebe selbst die Ehrung mit dem Titel Chorleiter empfindet. Ich weiß schon, dass ich mich all die 25 Jahre bemüht habe, in meinen beiden Chören und im Chorwesen, im Chorverband die Arbeit voranzubringen. Ich will es mal so ausdrücken. Und deswegen bin ich heute sehr stolz, diese Auszeichnung zu bekommen, den Titel zu bekommen, Chordirektor BDC. Bin auch sehr froh, dass beide Chöre heute dieses Konzert gemeinsam bestreiten, dass viele meiner Weggefährten und Weggefährtinnen mit im Saal sind. Und das ist schon ein ganz besonderer Moment für mich. Es ist ein Meilenstein im Leben, aber das heißt ja sicher auch Ansporn. Wie soll es weitergehen in Zukunft? In der gleichen Intensität, wie ich das auch schon die vergangenen 25 Jahre getan habe, vorausgesetzt die Gesundheit lässt das zu, das ist ja immer eine Voraussetzung, aber ich fühle mich noch gesund und frisch und möchte das mit der gleichen Intensität weiter betreiben. Wie sieht es mit dem Nachwuchs in den Chören aus? Ich persönlich kann mich nicht so sehr beschweren wie andere Chöre. Ich habe sehr aktive Vorstände in meinen Chören, bei Belcanto als auch beim Liederkranz. Und die musikalische Arbeit ist dafür auch entscheidend, was wird gesungen, dass man neue Mitglieder zieht. Und das schaffen, vermögen beide Chöre ganz gut. Der zweite Teil des Konzertes wurde vom Kammerchor Belcanto gestaltet, dem der frisch gebackene Chordirektor auch schon 2 Jahrzehnte vorsteht. Dann wünschen wir Nico Nebe neben Gesundheit noch viele Jahre Kreativität und viel Erfolg mit seinen beiden Chören Liederkranz und Belcanto.